Mittwoch, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe ja gestern in dem Vlog gesagt, dass ich euch heute meine Ausbeute zeige vom gestrigen Einkauf. So, das machen wir jetzt kurz. Und danach machen wir nämlich an die Terrarien, da kommt Sonntag ein Video. Die haben es nämlich bitter nötig, dass die mal wieder gemacht werden. Aber jetzt schon erstmal, was ich gestern so Pflanziges gekauft habe. So viel ist es auch nicht geworden. Ja, das ist die Emma, die sieht gerade Vögel. Ich habe einmal Monstera Minima mitgenommen aus dem Obi vom Sterbetisch. Dann diesen riesigen Efeu. Ich meine, guckt euch den mal bitte an. Wie riesig. Also der ist wirklich einfach riesig. Den werde ich auf jeden Fall noch teilen. Der kommt nämlich in eines der Terrarien. Dann dieses hübsche Ding. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich finde sie richtig hübsch. Ich weiß nicht, also was ihr sagt. Das ist die Aeschyntus Japhropeles oder irgendwie so. Ja, schwieriger Name. Aber ich finde es richtig hübsch. Dann habe ich mitgenommen. Puh, machen wir einmal Platz. Einmal die hier. Diese zweifarbige. Die hat Pink Joy, nennt sich die hier bei denen. Aber ich kenne die eigentlich nur als zwei Farbenblatt oder so, nennt sich die meistens. Irgendwie so. Dann zwei Goldfruchtperlchen. Die kommen nämlich auch in die Terrarien. Ein Chili-Anzuchtset habe ich mitgenommen. Dann, das müsste der Narzissus sein, wenn ich jetzt ganz richtig bin. Ficus, Pomila, Sunny Air. Ne, dann ist doch nicht der Narzissus, den habe ich gar nicht mitgenommen, stimmt. Die habe ich einmal mit, die soll auch in ein Terrarium kommen. Dann die Cheflera. Genau. Ich fand die hübsch mit dem Weiß. Und die war nicht so teuer, die hat 3 Euro gekostet. Und das hier, die habe ich das erste Mal gesehen. Also ich kannte die bisher noch nicht. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein dreiblättriges Kleeblatt. Stand bei den fleischfressenden Pflanzen und ist eine Vulkanicola. Kannte ich bisher, wie gesagt, überhaupt nicht. Also gar nicht, gar nicht. Sie musste jetzt auch mal mit. Mal gucken, wie lange sie lebt. Dann habe ich noch ein Dreier-Set Korkröhre mit, auch für die Terrarien. Und, das hatten sie jetzt beim Action, so kleine Vasen für Ableger. Ich finde die ganz hübsch. Also wirklich hübsch. Und ich glaube, die haben 80 Cent oder so gekostet. Ja, da habe ich mir gleich mal 3 Stück von mitgenommen. Weil das kann man ja eigentlich immer brauchen, ne? Also wirklich immer. Heute ist das Wetter auch super. Mein Nachbar ist noch leise. Schauen wir mal, wie lange noch, weil die Tür schon auf. Das heißt auch gleich, meine Pflanzen kommen ein bisschen raus. Und die Katzen sind schon draußen. Und ich mache jetzt Terrarien. Yay, ich freue mich nicht. Hello, es ist Dienstag. Ja, ich habe mich seit dem letzten Mal nicht wirklich gemeldet, weil die noch Besuch hatte und hier einfach viel los war. Und ja, nächste Woche wird es eine kleine Ankündigung geben. Genau, das ziehe ich jetzt einfach mal. Aber jetzt gehen wir erstmal noch zu Kalendertürchen. Ich habe es schon aufgerissen. Drin ist Koriander. Ja. Ja. Also ich finde Kräuter drin gut, aber Koriander muss es in meinem Leben nicht geben unbedingt, muss ich sagen. Stehe ich nicht so drauf. Ist nicht so meins. Ja. So, dann nehme ich später mit runter. Gehen wir noch zum Sport. Ja, wir gucken uns kurz meine Anzucht ein bisschen an. Jetzt wird das gerade auch wieder gut. Also richtig gut. Nachdem es schon die ganze Zeit irgendwie kacke war. Die letzten Tage ist es gerade richtig sonnig. Also, keine Ahnung. Der Hund vom Assi-Nachbar kläfft auch wieder. So, drehen einmal kurz um. Ignorieren die Backbleche und so im Hintergrund. Ich brauche den Ofen gestern. Also hier, der Basilikum. Ja, die Tomaten. Die können wir bald pikieren wahrscheinlich, so wie es aussieht. Aber die wachsen auf jeden Fall gut in den Gewächshäusern. Dann hier haben wir einmal vorne Bärlauch. Dessen haben wir gerade nicht eingeplant. Und da hinten kommt Peperonis. Der Rest. Also hier war gar nichts drin, aber der Rest so sonst. Da kommt was Kleines. Bei den Habaneros. Sieht man das? Da, ganz klein kommt ein Habanero-Baby. Stellt gerne mal raus, wenn ich das Video schneide. Noch ein bisschen Sonne habe ich auf dem Balkon. Und hier kommen auch noch Tomätchen. Wir haben ja die Balkontomate, eine Flaschentomate, die Kirschtomate. Und dahinter kommen noch die Tigerella. Hey, und die Glockenchili sehe ich gerade. Die kommt auch. Ja. Und hier vorne mein absolutes Highlight, Sojabohnen. Absoluter Fan. Also wirklich absoluter Fan. So. Ich habe hier irgendein Schildchen wieder eingeklemmt, deswegen geht es jetzt nicht. Ja, mea culpa. Genau, ansonsten der Balkon lebt auch fröhlich vor sich hin. Und dann sagt mal, da schnappt jemand auf. Ich freue mich so sehr. Weil ich noch ein bisschen was mit dem Balkon vorhab. Dann ist auf jeden Fall Erde auf dem Kissen. Die Katzen werden irgendwas getan haben auf dem Balkon. Sonst würde das so nicht aussehen, weil so sah das nicht aus. Ja. Genau, da kommt der Best Friend.
Genau, hier haben die Katzen irgendwas. Ach, ich sehe es gerade. Der ist wohl zur Hälfte umgekippt. Genau, deswegen ist ja auch so viel Erde verteilt. Das war, glaube ich, letztens das Geräusch, was ich hörte. Naja, gut. Aber ihr seht's. Die Stachelbeere. Die gibt Gas. Die Brombeere dahinter. Ich bin mir nicht sicher, ob die verreckt ist. Sieht dieses Jahr nicht so gut aus. Da müssen wir noch mal gucken. Genau, ansonsten die Bärbelblume wächst auch fleißig. Nee, die wächst nicht mehr. Außer in die Breite. Habt ihr nicht gesagt. Genau, hier ist meine, ich weiß nicht, die Katzen haben den Stab rausgezogen. Es war auf jeden Fall irgendein Bäumchen, was hier wächst. Meine Erdbeeren, guckt euch meine Erdbeeren an, wie die explodieren. Das sind jetzt die, die nicht die ganze Zeit das Schneezeug abbekommen haben. Die sind da hinten, die sind da noch deutlich kleiner. Hinter der Bärbel. Da. Aber die hier, die so ein bisschen geschützter waren, man sieht es, treiben richtig gut aus. Das heißt, ich muss bald auch wieder anfangen zu gießen. Aktuell gieße ich tatsächlich draußen gar nichts. Hier habe ich nochmal Efeu gepflanzt ein bisschen. Genau, hier kommt auch alles, die ganzen Kräuterchens und so. Meine Bienchen, gut, die sind jetzt drin, aber die waren auch schon fleißig. Ja, eine sieht man da. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Versuch's mal, da sieht man eine. Sieht man das? Dass die da rauskrabbelt. Auf jeden Fall ein schönes Motiv. Hat sich auch gerade wieder verkrümelt. Recht macht es. Guter Plan. Kleine Biene. Jo. Das Babybiene. Gott sei Dank kommen da nämlich die Katzen auch nicht hoch. Deswegen ist das jetzt in Ruhe. Und das andere Insektenhotel steht weit genug weg. Ja, immer hat gerade wieder Vögel entdeckt. Bärbel will einfach nur gestreichelt werden. Ein typischer Dienstag hier bei uns. Genau, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten eigentlich. Ich habe heute noch viel vor, ich habe die ganze Woche noch viel zu tun. Meine Masterarbeit läuft so einigermaßen. Könnte besser laufen, es könnte auch schlechter laufen. Zumindest sieht es aus, als würde sie mal demnächst fertig werden. Meine Haut, man sieht es ein bisschen, explodiert gerade. Ich weiß nicht warum. Ich würde mal sagen, der Stress. Weil ungesunde Ernährung kann man mir gerade eigentlich nicht vorwerfen. Das wird der Stress sein. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Sonntag zu einem Video. Wahrscheinlich vom Schnäppchenmarkt. Auch den freue ich mich wirklich schon sehr, dass es jetzt endlich wieder aufmacht. Genau, nächste Woche Dienstag gibt es eine kleine Ankündigung statt einem Vlog, vermute ich mal. Genau, freut mich. Wünsche noch eine schöne Woche.